So, baue eine Arzneiausgabe und nebenbei müssen wir natürlich die Schachtkonstruktion bauen. Und natürlich nebenbei auch noch weiter forschen. Kommt hier auch noch dazu. Generator. Rohstoffe, Technologie. Ja, wir haben gerade wenig Holz. Holz ist gerade ein Problem. Da wird aber dran gearbeitet. So, komm. Was ist hier los? Hier ist. Okay, wie sieht's hier aus? Hier ist gar nichts. Hier oben wird gearbeitet. Ist in Ordnung. Bräuchte aber mehr. Arzneiausgabe. Okay. Motivation steigt. Sehr gut. Ja, das Szenario ist schon recht knackig. Das werden wir noch erleben. Ich weiß nicht, ob wir es packen werden. Wir müssen mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, ja, habt ihr zumindest den Einblick bekommen. Das ist ja auch schon mal was. Was ist hier los? Hier ist allgemein, okay. Da. Warte mal, wo ist denn jetzt unser Dingsbums? Siebenundvierzig, Fortschritt 35%. Schützende Räume. Okay, das ist jetzt besser. Errichte die Schachtkonstruktion. Generator Maschinenwerkstatt, Profilmanufaktur. Ich habe aber auch gerade echt nichts, ne? Ich habe auch gerade echt nichts da, um mal ein bisschen was zu machen. Was wir dringend mal bräuchten, wären Dampfkerne. Da können wir gerade mal einen einzigen holen. Das ist echt arm. Komm. Wir müssen so viel wie möglich ranholen. Forschen müssen wir auch. Wir kommen aber nicht so ganz voran. Optimierte mal Gießerei, Überladung, ja. 75 Holz ist gerade das Problem. Schnelleres Laden. Ach, Mann, Mann, Mann. Jetzt schon in Zeitdruck, meine Freunde. Ich beschleunige mal. Noch sehen die Temperaturen ja ganz okay aus. Essen ist auch okay. Aber da werden wir noch mehr brauchen müssen. So, oh. Nächstes Problem. Verdächtige Briefe. Sir, einer unserer Ingenieure sendet fast täglich lange Briefe an seine Tante Bertha. Es scheint dabei rein um Familienangelegenheiten und Religion zu gehen, doch der Name der Tante war irgendwie seltsam. Wir haben den Text genauer unter die Lupe genommen und konnten durch das Umordnen gewisser Buchstaben Begriffe wie Rotorachse oder Eisenkupplung bilden. Darüber hinaus fanden wir Grippe-Nashorn und Gakaroma. Dabei könnte es sich jedoch um Codewörter handeln. Was sollen wir tun? Oh Mann. Ja, nächste Entscheidung. Ja, das ist schon verdächtig. Wir werden das Ganze mal machen. Ich will mal was ganz kurz machen. Sagen wir mal ganz kurz. Können wir. Ja, das können wir auch drehen. Sehr geil. So, dann haben wir mal eine andere Sichtweise auch so ein bisschen. Ist ja auch nicht schlecht. So, hier wird irgendwie noch nicht weitergebaut, habe ich das Gefühl. So, das muss hier unbedingt angeschlossen werden. Sonst geht hier gar nichts. So, hier arbeitet keine Sau, ne? Das ist echt übel gerade. Vier. Wie viel haben wir denn hier? Hier haben wir 10. Da kommt Kohle ran. Wirtshaus.
Es ist gerade echt so evil. Schon wieder. Werkstatt funktionsunfähig. Ja, weil wir gerade nicht forschen, ist klar. Wir müssen aber forschen. Es hilft nichts. Schnelleres Laden. Der Hafen ist 10% effizienter. Lüftungsanlage ist auch wichtig. Nahrung und Gesundheit, da sind wir voll ausgebaut. Ah, es ist gerade so echt. Ah, wir bauen weiter aus. Es hilft nichts. Wir müssen. Wir haben keine Wahl. 79%. Fortschritt 0 Tage, 10 Stunden. Okay, 10 Stunden, damit kann ich arbeiten. Wir werden hier mal ein, zwei wegnehmen müssen. Ich muss die hier hinpacken. Funktionsunfähig, weil Lagerkapazität erreicht. Ja, weil die hier nicht wegkommen, ne? Ja, wir haben nämlich zu wenig. Ja, ich beschleunige, Freunde. Okay, etwa 2 Tage vor Fälligkeit. Okay, werden wir fertig, das ist gut. Außer Betrieb, Arzneiausgabe ist keiner da. Das ist schlecht. Außer Betrieb, Sägewerk. Entschuldigung. Ah. So, neues Gesetz müssen wir lassen. Was haben wir denn da? Faustkämpfe. Was? Kokainpillen, Haferschleim, überfüllte Quartiere oder komfortable Quartiere, Beerdigung vor Ort, Heimführung von Leichen. Ah. Oder bei der Arbeit? Kurze Schicht, verlängerte Schicht, Doppelschichten. Doppelschichten, oder? Neue Schichtlänge, Arbeitstag ist in jeder Einrichtung, kann permanent auf 24 Stunden. Oder verlängerte Schicht. Wir brauchen doppelte Arbeitskraft, dann ist es echt übel. Wir gehen nur auf verlängerte Schichten. Wenn es notwendig ist. Noch sind wir ja im grünen Bereich. Essen ist auch okay, aber wir brauchen natürlich noch mehr. Ne, da kommen wir nicht drum herum. Hier muss auch mehr passieren. Das Zeug muss weg. Da muss mehr passieren. Oh, oh, oh. Vorboten der Verdammnis. Das ganze Lager wird von wütenden Gekreische aufgeweckt. Dutzende riesige Vögel kreisen über der Baustelle. Die Eulen sind zurück, stöhnt ein Arbeiter, verängstigt. Das ist ein Zeichen, eine Warnung des Himmels. Wir sollten nicht hier sein, wir sind verdammt. Nach einer Weile verschwinden die Vögel wieder über der Bucht, doch unsere Leute zittern vor Angst. Die Motivation sinkt mit jedem Morgen noch weiter. Verdammt. Das ist schlecht. Ich muss da noch ein bisschen was von bauen. 90, das haben wir nicht. Hier wird, davon brauchen wir mehr. Können wir aber nicht. Giftgase, Basissicherheitsstufe, eieiei. Schützendes Gebäude. Ja, machen den ganzen mal ein bisschen sicherer. Hier ist aber, es muss fertig werden, der Kram, ey. Das Ding muss fertig werden. Schnell muss das passieren. Was ist das jetzt? Jetzt geht hier die Produktion an. Wie sieht's hier aus? Okay, Holz kommt rein. Oh, oh. Oh, 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 oh.
Arbeiter sind eingeschlossen. Oh je. So, eine Explosion im Fundament des Generators hat einen Tunnel zum Einsturz gebracht. Dabei wurden mehrere Arbeiter eingeschlossen. Leider können wir kein Rettungsteam hineinstecken, da uns keines zur Verfügung steht. Aufgrund der niedrigen Sicherheitsstufe im Schacht fehlt den Mannschaften, die dort arbeiten, die nötige Ausbildung für einen Notfall diesen Ausmaßes. Aha. Sprengt den eingestürzten Tunnel. Die gefangenen Arbeiter überleben. 40% des Bauaufschritts gehen verloren. Arbeitet weiter. Oh, wir haben gar keine Wahl, wir müssen. Etwa 10 Stunden im Verzug, ja. Ich hab's mir schon gedacht. Können wir längere Schichten fahren? Müssen wir. Fahren längere Schichten. Transport ist angekommen, immerhin. So, 3 nochmal rein. Frist 15 Uhr. Okay, 3 haben wir nochmal reingepackt. Das ist in Ordnung. Da geht's weiter. Hier passiert außer Betrieb. Mann, Mann, Mann. Ist echt in Probleme. Wir brauchen unbedingt noch mehr Leute. 13. Holt Leute ran. Wir brauchen mehr, mehr, mehr. Wir müssen mehr produzieren. Kommen aber nicht vom Fleck. Ich bin froh, dass noch nicht die Kälte kommt. Aber das kann auch ruckzuck gehen. Funktionsunfähig, weil das Lager voll ist, ne? Dann machen wir mal... Oh, oh. Baustellenstreik. So, die Leute auf der Baustelle haben die Arbeit eingestellt. Ein Arbeiter klettert auf eine umgeworfene Schubkarre und spricht lautstark zu seinen Kollegen. Dieses Mal könnten wir unsere Freunde retten. Aber solange die Einhaltung der Fristen wichtiger ist als wir, wird es immer wieder zu solchen Katastrophen kommen. Und wer muss sich denn wieder abschuften, um den Schaden zu reparieren? Wie viele von uns werden deshalb ihr Leben verlieren? Wir müssen etwas unternehmen. Die Baustelle ist in Streik getreten. Okay, alles klar. Dann machen wir mal gucken. Streik außer Betrieb. Verhandeln. Du musst für eine Arbeitersicherheit über der Stufe gefährlich sorgen. Kurze Schicht. Kurze Schicht, nein. Okay, wir müssen... Auf wen sollen wir uns verlassen? Oh. Der erste Streik ist zu Ende. Es wird aber nicht der letzte gewesen sein. Wir müssen die Arbeitsprobleme angehen, wenn der Generator rechtzeitig fertig werden soll. Die Arbeiter wollen ein Mitspracherecht haben und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Die Ingenieure versprechen dir hingegen Ergebnisse, wenn du dich auf ihre erwiesene Expertise verlässt. Wirst du die Arbeiter stärken und eine Gewerkschaft gründen oder setzt du auf die Ingenieure, indem du die Fabrikaufsichtsbehörde baust? Aha. Arbeiter oder Ingenieure? Arbeiter oder Ingenieure? Ich gehe auf die Arbeiter. Arbeiterrat. Gewerkschaft. 50 Holz, 25 Stahl. Warten, um... Okay, wir werden führen zu können. Okay, wir müssen noch ein bisschen warten, was das neue Gesetz angeht. Aber wir müssen die Gewerkschaft bauen. Die wir gerade nicht... bauen können, weil uns gerade, wie gesagt, das Holz fehlt. Denn ich wollte von denen hier mal welche abziehen. Und stattdessen die dahin packen. Besser ist das. Kommen wir, sind wir im Verzug oder geht's noch? Etwa 6 Stunden im Verzug. Das ist schlecht. 0 von 50. Wo sind die denn alle Leute jetzt? Versprochene Sicherheit. Sir, du hast versprochen, keine Einwohner an diesem Arbeitsplatz bis sämtliche Gefahren beseitigt wurden. Wenn du dieses Versprechen brichst, werden die Leute, die dort arbeiten, sofort im Streik stehen. Sicherheit geht vor. Ah, verdammt, Mann. Kann doch nichts machen gerade. Ah, Mann, wir sind im Verzug. Und ich kann gerade nichts tun. Ärgerlich. So, okay, die haben wir. Okay, jetzt mal ganz kurz gucken, was können wir machen? Effizientes Sammeln, Dampfsägewerk, Holzkohlemaler, verbesserter Hafen, wäre eine Idee. Hier effizient entladen. Generator, Gießerei, optimierte Materialien, Überladung, Rohstoffe. Nahrung und Gesundheit, feinmaschig. Lüftungsanlage wäre auch super wichtig, ne?
Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nein. Ah, Himmel, Arsch und Zwirn. So, die Gewerkschaft. Können wir immer noch nicht. 50 Holz. Arr. Kapelle. Da könnten wir nochmal eine zweite irgendwo hinpflanzen. So, okay, die bauen wir da nochmal hin. Genauso wie unser Sägewerk hier mal irgendwie in den Push kommen muss. 50 sind gerade verfügbar. Außer Betrieb, weil keine Sa... Achso, okay. Dann können wir das mal wegreißen. Neues Gebäude bauen. Rohstoffe. Sammelstelle. Okay, mach mal hier hinten. Na? Okay, hinten ist nicht mehr so viel. Hier vielleicht noch. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Platz. So, das geht. Hier hinten müssen wir unbedingt auch nochmal eine Sammelstelle hinbauen. Wir brauchen noch die Kohle. Wenn ich denn mal was hätte. Mein Gott, ey, das ist übel. Komm schon. Mhm. Ja, super. Ich versuche gerade alles, um die wieder zufrieden zu machen. Giftgase. Okay, jetzt geht es. Wieder. Ich... Ja. Okay, wir müssen noch ein bisschen machen. Wir müssen Zeit aufholen. Sind ein bisschen etwa einen Tag im Verzug. Das ist nicht gut. Wir müssen vorankommen. Unbedingt. Das brauchen wir auch. Hol die mal ran. Mann, wie lange brauchen die denn hier noch, ey? Hier ist noch gar nichts. Hier hinten ist der Angelhafen. Wir müssen auch unsere Lager nochmal erweitern, aber so kommen wir nicht weit. Keine Produktionsaufträge, ja, weil wir nichts haben. Wir brauchen 25 Holz. Haben wir gerade nicht. Ich muss mal ein bisschen vorspulen. Okay, Transport ist angekommen, sehr gut. So, stopp. Wie sieht's denn mal aus? Kohlegewinn sieht gut aus. Momentan. Holz ist auch okay. Schiffswrack, ja, das kommt noch später. Essen ist okay. Ja. Okay. So. Gesetzbuch. Ein Tag Abklingzeit. Das ist in Ordnung hier. So, Ladestation. Können wir noch irgendwo was ranbauen? Nee. Aber wir können noch mal eine Sammelstation bauen. Wir werden diese Kohle mit Sicherheit brauchen. So, das läuft. Sägewerk. Wir müssen hier. Hier ist alles voll. Da muss weiter abgebaut werden. Wir brauchen das Holz. So, macht mal hinne. Wieso baue ich denn hier hinten eine Sammelstelle hin? Bin ich bescheuert? Hier soll doch keine Sammelstelle hin. Oh, was mache ich denn, ey? Das ist tödlich. Da muss doch ein Sägewerk hin, Mann. Junge. Ach, Tine, kommt. Wir haben nicht was. Wie? 6 Obdachlose?
Ich werde bekloppt. 6 Obdachlose. So, Lüftungsanlage. Arbeit, Einwohner, noch ein Zelt. So, mach das. Das Ding hier kommt in die Gänge. Verletzte, Kranke beziehungsweise. Lüftungslage, hier ist nix. Ach, mal ein paar Profile bauen wieder. Ey, wir brauchen dringend mehr Holz, ne? Das ist Wahnsinn. Holz kommt irgendwie gar nicht in den Puschen. Gießerei. Überladung. 40 Holz. Also ich habe massive Holzprobleme gerade. Das ist übel. Das ist echt übel. So. Und unsere Typis hier, die produzieren zwar Essen, das ist auch in Ordnung, aber da muss auch noch mehr kommen. Ich kann nicht forschen, oder? Nee, ich brauche 40 Holz für die Gießerei. Okay, jetzt können wir, jetzt holen wir uns die Gießerei. Warum dauert das hier so lange? Weil die da am Machen sind. So, mach das. Na, wie sieht's aus? Etwa 9 Stunden vor Fälligkeit. Okay, 8 Stunden vor Fälligkeit. Wir sind ein bisschen im Plus, was das angeht. Hier müssen wir echt, ich brauche mehr davon. Wir müssen auf dem Vorrat bauen. Können wir noch nicht. So, ist das Ding jetzt hier weggerissen? Zelt. Zelt. Okay, dann bauen wir jetzt nochmal hier Rohstoffe. Nochmal ein Sägewerk hin. Ein Sägewerk wollte ich haben. Das muss passieren hier. Holz ist uns ausgegangen. Ja, das ist klar, dass das Holz uns ausgegangen ist. Das ist mir logisch. So, hier ist voll. Das ist in Ordnung. Metall. Hier überlege ich ja gerade, ob ich das nochmal umbaue. Beziehungsweise wir können ja da hinten auch schon mal sammeln. Fangt schon mal an. Schaden tut's nicht. So, volle Pulle. Oh, Meilenstein erreicht. Baue das Fundament. Bevor du die Fundamente legst, die den Großteil des Generators tragen, musst du deine Arbeiter tief unter die Erde schicken, damit sie leistungsstarken Turmpumpen installieren können. Ach herrje. Phase 2, baue das Fundament. Baue die Maschinenwerkstatt. Installiere die Druckventile. Installiere die Turmpumpen. Boah. Gott. Druckventile, Turmpumpen, Maschinenwerkstatt. Aha. Was ist hier wieder? Verlassener Ort. Glückwunsch, du hast deinen ersten Meilenstein fristgerecht erreicht. In der Zwischenzeit wurde das Projekt aufgrund von Mittelkürzungen und einer katastrophalen Unfalls bei Standort 107 abgebrochen. Die verbleibenden Arbeiter sollen evakuiert werden. Falls du einige Männer entbehren kannst, solltest du Wildbeute zu diesen Koordinaten schicken, um so viele Materialien wie möglich zu bergen. Gehen wir als nächstes hin. Wir haben nicht annähernd genug Generatoren, um alle Leute zu evakuieren. Sollte das Undenkbare eintreten, deine Aufgabe ist jetzt wichtiger denn je. Alles klar, sobald die fertig sind, werden wir die da hinschicken. Beziehungsweise können wir denn schon mal welche machen? Wirtshaus? Wo sind denn die Typis eigentlich? Wildbeuter. Werkstatt. Mal ganz kurz, stopp. Wo sind denn unsere Wildbeuter? Oh, hier sind welche verfügbar. Da können wir mal hier reinpacken. Mehr Holz, ist gut. Hier ist volle Produktion. Baue die Gewerkschaft. Die müssen wir auch bauen, unbedingt jetzt. Gewerkschaft. Können wir hier außen mit dran pflanzen, oder? Ja, die gehen wir hier mit ran. So, wo sind unsere Wildbeuter gerade? Die suche ich gerade. Das Häuschen suche ich. Zelt. Rohstoff. Ist das hier die Wildspeisehaus?
Wo ist unser Wildbeuterhaus? Telegrafie, Werkstatt. 35 Häuser. Wo ist denn das hier? Da oben. Das ist das Wildbeuterquartierhaus. Nicht genügend Holz. Okay, wir können auch gerade nicht weiter. Ach, warum ist denn hier keiner drinne? Warum ist jetzt hier keiner drinne? Dann nehmen wir mal einen weg. Und packen den hier rein. Ach, da brauche ich einen Ingenieur. Verdammt. Da braucht man einen Ingenieur. Schlecht. Ja. Baue die Druckventile. Baue die Maschinenwerkstatt. Wir sind ja dran. So ist er nicht. Ist ein bisschen gefährlich. Außer Betrieb. Ja, komm. Aber wir sind dran. Wir arbeiten dran. Der Rest muss rankommen. Wir haben zu wenig Zeugs. Technologie, Werkstatt, Gesundheit. Badehaus. Okay, alles klar. Macht mal. Gewerkschaft nicht gebaut. Wir sind doch dabei. Mensch. Wir sind doch dabei. So, jetzt mal gucken. Was haben wir denn hier? Arbeiterrat. Kompensation für verlängerte Schichten. Kollektivverhandlung. Kurze Schicht will ich nicht. Verlängerte Schichten versuchten weniger unzufrieden an und verzehren pro Tag zusätzlich eine halbe Ration. Gehen wir auf den Arbeiterrat, das halte ich für besser. Ja, sehr gut. Baue den Ratsplatz. Eins nach dem anderen. Arbeit. Ratsplatz. Wieder so ein großes Gebäude. Passt aber noch dahin. So, was ist mit euch? Ein Mensch, eine Stimme. Sir, die Gewerkschaft, deren Gründung du zugelassen hast, braucht einen Vertreter. Wenn wir die Arbeiter selbst entscheiden lassen, werden sie wahrscheinlich staatsfeindliche Aktivisten wählen. Wie wollen wir vorgehen? Und so uns steigt, das Streikrisiko steigt für 2 Tage. Hier, wir machen manipulierte Wahlen. So. Ihr müsst vorankommen, bauen den Ratsplatz, sind wir dran. Transport ist angekommen mit den Ingenieuren. So, Ingenieure bedeutet, wir können jetzt hier welche reinsetzen. Endlich. Dann haben wir die Gießerei erforscht. Die wir auch dringend brauchen. So, da sind wir dran. Hier wird weitergebaut, das ist okay. 30 Leute nur. Und wir holen Nachschub. Wir brauchen die Dampfkerne. Da können wir gerade mal einen holen. Das ist ein Witz, ey. Mann, 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 Mann. So, Forschungstechnologiebaum. Optimierte Materialien. Nahrung feinmaschig. Was ist das? 10%. Dampfsägewerk. Holzkohlemeiler. Besserter Hafen. Oh, da fehlt uns... optimierte Materialien. Ja, komm, wir nehmen das. Wir haben gerade eh zu wenig Stahl. Kohle, das ist gut. Aber Stahl ist ein Problem. Momentan gut ausgelastet sind. It is a righteous choice.
they said. It is the price to pay. Isn't it peculiar how righteous some choices seem to be? As long as you are not the one to make them.